Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden unter Beruf und dann Inschriftenkunde. Und dort haben wir das Achievement, der mit dem Wolf liest. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Lest die gesammelte, von Inschriftenkundlern geschriebene Reihe Ritual des Neumonds. Und das sind insgesamt 4 Stück, das heißt immer Ritual des Neumonds. Und dann schwarzer Wolf, weißer Wolf, roter Wolf und der graue Wolf. Und dafür gibt es dann auch eine Spielzeugbelohnung. Und diese Spielzeugbelohnung heißt Kompendium des Neumonds. Und ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir müssen uns als Inschriftenkundler aus Inschriftenkunde Nordend ein Item herstellen, Ritual des Neumonds. Und da kommt dann ein random Buch raus. Eins von den 4 Stück kommt dann heraus. Und ja, wenn wir alle 4 Stück haben, ich sehe, die haben wir jetzt hier schon im Inventar liegen, die heißen alle Ritual des Neumonds. Den einzigen Unterschied, den wir hier sehen, ist das Symbol. Ja? Und die können wir dann anlegen. Und wenn wir die angelegt haben, dann können wir die aktivieren. Das machen wir jetzt hier mal. Bei mir ploppt jetzt gerade das Achievement auf. Und dann haben die Dinger 10 Minuten lang Abklingzeit. Heißt, ihr legt das erste an, drückt das Ding, 10 Minuten warten, zweite anlegen, Ding drücken und so weiter. Ne? Es dauert halt dann 40 Minuten, bis ihr alle einmal durch habt. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Diese Dinger könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen, wenn ihr kein Inschriftenkundler seid. Wenn ihr einer seid, stellt ihr halt das so lange her, bis ihr alle 4 verschiedenen habt. Und wenn ihr keinen Inschriftenkundler habt und die im AH kauft, dann schaut halt auf das Icon, dass ihr euch 4 verschiedene von den Teilen kauft. Genau. Und ja, da gibt es dann, wie gesagt, hier einmal das Spielzeug. Und das Spielzeug scheint auf derselben Abklingzeit zu liegen wie die Bücher. Man verwandelt sich nämlich immer in einen von diesen Wölfen. Warte mal, ich klicke mal meine Schattengestalt weg. Man ist dann halt so ein quasi Classic Model Wolf. Ja. Genau, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Sollten noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren noch fragen. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.